Im neuen Jahr, ohne dass wir neu produzieren müssen, sind wir bei 30 Studios. Für uns ist das viel, glaube ich, oder? Für euch auch. Aber also für uns als Firma ist das, glaube ich, 30 Videos ist schon. Und nur cooles Zeug. So. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir einen schönen Mercedes, wie heißt das? Mercedes AMG GLA 45. 2 Liter Turbo, 381 PS, bekommt bei uns eine Stage 2, heißt Leistungssteigerung, Software mit einer angepassten Software für die Downpipe. Er kriegt noch eine Downpipe von Friedrich Motorsport mit einem 200 Zellen HJS-Cut. Ich kläre es auch, ich meine sogar, natürlich hat die auch eine EG-Genehmigung. Glaube ja. So. Will jetzt nichts Falsches sagen. Sonst muss es rausschneiden. Nein. Aber ja, wir machen wie immer 100, 200 mit Antenne. Ich glaube, da müssen wir auch mal drauf eingehen. Ne? Wir haben ja mittlerweile schon seit, ich glaube, das ist jetzt so seit 4 Monaten, nehmen wir unsere Box immer mit Antenne und fahren jetzt einmal, wie gesagt, auf die Autobahn. Eingangsmessung, dann wird umgebaut. Ausgangsmessung und. Und dann schauen wir mal. Ich kann ja das Kennzeichen jetzt abmachen, ne? Oder? Ja. Also das MacChip-Kennzeichen, ne? Ja. Laufen wir schon? Laufen. 2 Liter. Turbo. Hatten wir selber mal als, kannst du einblenden gerne. Ich glaube, das hatten wir bei dem neueren A45S W177, wo wir euch mitgenommen haben. Und auch beim A35 177 haben wir euch das ja auch schon gesagt. Wir hatten mal, blende es wieder ein, es sehen ja immer wieder neue Leute unsere Videos. Ich mache mal auf Komfort. Wir hatten mal den Motor mit 381 PS als CLA Kundenersatzwagen. Und damals ganz, ganz, ganz am Anfang, da gab es die Autos, wir waren wirklich, glaube ich, mit einer der ersten, die den A35 Generation 1 sozusagen bekommen haben, als rotes Coupé. Ne? Na, Coupé ist es eben nicht, ne? als A45 ohne Kofferraum sozusagen, mit 360 PS, also erste Generation, hatten wir damals als Entwicklungsauto, da haben wir auch große Lader und so gemacht, kannst du einblenden, schön mit MB-Felgen, Fahrwerk, dieses Sportpaket oder wie das damals hieß, dieses, ja, da war der Flügel und sowas, war alles in Schwarz Klavierlack. Ja, das waren so. Da habe ich auch sehr viel Zeit, muss ich wirklich sagen, auf dem Prüfstand mit verbracht. Und wie gesagt, dieses Modell hier als CLA, perfekt. Da hatten wir 2,5 Jahre als Kundenersatzwagen. Dann hat den ein Kunde sogar gekauft für seine Frau. Ja, für seine Frau. Und ja, bei dem 381 PS müssen wir von vornherein sagen, es geht nicht abnormal viel. Ja, es geht ein bisschen was an Leistung. Wie viel werdet ihr später sehen, aber hier sind die Unterschiede natürlich nicht so riesig, weil wir halt hier schon von 360 PS auf 381 PS serienmäßig kommen und dann durch die Software und Downpipe ist das auch ein schöner Punch mehr, gerade auch vom Drehmoment. Soundmäßig könnt ihr auch mal gespannt sein, nimmst du schön mit, ne? Wir werden den wieder fahren auf Sport Plus, ja? Schönste Dezemberwetter, oder? Man ist manchmal, wenn ich dann auch unsere Videos im Nachgang so schaue, wir müssen ja sagen, aktuell heute, wir haben eine Woche vor Weihnachten, ne? Und Stand jetzt, wir haben ja unseren Power-Monat, wo wir jeden Tag ein Video bringen, aber wenn ich jetzt so auf das YouTube-Board schaue, sind wir bei jetzt schon nach, also nicht die Videos, die im Dezember eingebunden sind, sondern alles, was ab Dezember kommt, was haben wir jetzt? 28, 29 Videos haben wir schon aufgenommen. Ne? Also das ist jetzt das 28. oder 29. Video. Vor Weihnachten werden wir noch 3 Videos, glaube ich, aufnehmen. Ne? Das heißt, wir sind im neuen Jahr, ohne dass wir neu produzieren müssen, sind wir bei 30 Videos. Für uns ist das viel, glaube ich, oder? Für euch auch. Aber für uns als Firma ist das, glaube ich, 30 Videos ist schon. Und nur cooles Zeug. Wir sind ja schon dabei, viele Sachen können wir nicht mitnehmen. Ne? Du würdest zwar gerne Tag und Nacht, ne? Aber ja. Gut. Schon guter Soundserie, ne?
mussten wir kurz in die Bremse. 12,7? Ja. Gut. In diesem Sinne, ich habe genug geredet. Es geht auf Prüfstand. Wir laufen. Und zwar, ich erkläre euch oder zeige euch das mal gerne. Fabi hat die Original Downpipe ausgebaut. Komm mal her. Hier hast du die Original Downpipe. Die sitzt hier direkt vorne am Lader. Also Lader tauschen ist gar nicht so ein Aufwand. Das Einzige, was so ein bisschen aufwendig ist, ist immer das zweite Rohr mit dem Flexrohr unten. Aber wie wir sehen können, haben wir hier einmal direkt Abgang, haben hier den Cut, gehen dann vom Cut auch ins Original Flexrohr. Sind hier so ein bisschen bauraummäßig beschnitten worden und haben sozusagen die Länge. Jetzt gibt es von Friedrich Motorsport, ist ein HJS Tuning Cut, natürlich mit ABE. Mit ABE, also gibt es ja Unterschiede, ne? EG-Genehmigung, eintragungsfähig, also ist auf jeden Fall mit TÜV sozusagen. Wir können da ganz normal TÜV mitmachen. Ist ein HJS Sportcut, kein Motorsportcut, sondern ein Sportcut. Hier steht auch die ganze Typenbezeichnung drauf und. Auch ein Flexrohr. Und haben hier, einmal haben wir natürlich einen Sportcut, der soll ein bisschen Performance bringen. Und wir haben hier keine Bauraumbeschneidung mehr sozusagen. Ja, du siehst hier, wir sind komplett durchgängig im Durchmesser und sind nicht beschnitten. Erfahrungsgemäß hast du gerade hier, wenn du auch einen größeren Lader fahren willst oder sowas, hast du hier richtig, richtig Vorteile. Selbst mit einem Serienlader, werdet ihr gleich sehen, haben wir eine gute Performance. Und soundmäßig nimmst du ja mal mit, ne? Es ist ein relativ kleiner Umbau, sag ich mal, ja? Es hält sich von den Kosten und von der Zeitschiene sehr, sehr, sehr in Grenzen. Deswegen haben wir da relativ häufig was zu tun. Also auch gerade beim normalen A oder CLA, Downpipe mit TÜV, zack, bum, bang, rein, bisschen Sound. Ein bisschen knattern im Auspuff, hat er ja Serie schon, ne? Und hast halt zwei Sachen, ne? Mehr Sound und mehr Leistung. Wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben, kannst es ja mal so ein bisschen, ne? Aber sieht man ja den Unterschied, ne? Das ist jetzt gut aneinandergelegt hier so. Das ist schon eine feine Sache. Passgenauigkeit auch, muss man sagen, sehr effizient. Also ich meine, wir brauchen für Ein- und Ausbau keine 3,5 Stunden, wenn ich mich recht entsinne, mit allen Rohren dran. Okay, der Fabi wird den gleich weitermachen und dann wird er nachher noch auf den Prüfstand gehen und dann werden wir auch noch heute versuchen, die Ausgangsfahrt alles fertig zu kriegen.
Soderle, Serieneingangsmessung von unserem GLA 45 AMG. Wir wollen haben 381 PS, 450 Newtonmeter. Wir haben an Leistungseingangs gemessen 367,4 PS, 450 Newtonmeter. Mit unserer Software Stage 2 und der Downpipe haben wir jetzt 404,7 PS und 519 Newtonmeter, sprich 69 Newtonmeter mehr und eine Differenz von 38 PS mehr. Ich habe ja vorher in der Eingangsmessung gestern schon gesagt, wie gesagt, beim 381 PS ist die Differenz zwar gegeben, aber es ist nicht unfassbar viel. Da geht einfach auch nicht mehr. Wenn man einfach mal schaut, dass so ein Fahrzeug serienmäßig, wie gesagt, gehe ich auch nochmal in die Technik ein, ist eine ganz normale Bosch MED 17.7.2. Und das Auto, es ist ein 2-Liter-Motor und hat Serie eine Angabe von 380 PS. Fährt Serie schon über 2 Bar. Überdruck, ne? Nicht nur also 2 Bar Überdruck. Klar, es geht immer mehr, aber gerade so auf langen Vollgasfahrten und wie gesagt, wir hatten dieses Modell ja insgesamt den 360 PS und den 381 PS, insgesamt 5 Jahre hatten wir die beiden Autos zusammen hintereinander. Und wir haben da schon immer sehr viel probiert und gerade wenn man Vollgas fährt, muss man wirklich aufpassen, wenn du längere Zeit über 260, 270 fährst, 275, läuft dir sonst die Abgastemperatur sowas von weit weg. Durch den Ladedruck. Und die Autos fahren halt serienmäßig auch fast Lambda 1. So ist die Leistungsausbeute zwar kein Riesenunterschied, aber das funktioniert. Wir haben eine Downpipe mit TÜV-Zulassung. Punkt. Klar, wir haben mal eine Downpipe gehabt oder gebaut für eine Exportversion, beziehungsweise in Asien, kann ich auch mal gerne sagen. In Asien haben wir eine Downpipe, die geht vom Turboladen an Rohr runter. Und unten kommt erst der Cut. Ja? Also die haben das Hosenrohr mehr oder weniger, die Downpipe ist cutlos und die bauen mehr oder weniger unten den Cut. Bringt einfach mal gemessen, bringt sowas schon halt bei diesem Motor 15, 16 PS. Das ist viel. Können wir hier in Deutschland nicht machen. Wir müssen das mit Zulassung haben. Und mit Zulassung geht es auch nur da, wo der Original-Cut in Position ist, muss das auch sein. Also ich bin zufrieden. Es war auch genauso zu erwarten. Im Schnitt haben wir immer zwischen, also Serienmessen tun wir die 380 PS genau zwischen 360, also das ist schon so unterstes Limit, bis 380 PS und sonst zwischen 400 und 415 PS messen wir die nachher mit Stage 2. Das heißt, wir gehen jetzt noch direkt nur auf die Autobahn, weil das Auto wird gleich schon wieder abgeholt und dann gucken wir noch, was wir an soundtechnisch da rausgeholt haben und wie er sich so fährt. Schon deutlich eine andere Soundkulisse, ne? 90, hier ist 100. Leider nein, leider gar nicht. Wie vorhin schon gesagt, der Unterschied ist bei dem 381 PS Basisfahrzeug nie riesig. Aber es ist einer da. Und trotz der überschaubaren Leistung ist es wirklich ein Fahrzeug, was wir relativ häufig, also jetzt nicht als GLA, sondern A45 CLA, altes Modell, so wie das, haben wir relativ häufig, jetzt nicht unfassbar oft, aber und wir sind auch alle immer zufrieden und sagen, hey, läuft und der hängt doch besser am Gas. Ich kann, wie gesagt, das ist der einzige, es hat viele Vorteile, hier direkt zu wohnen an der Autobahn, damit wir euch das immer zeigen können, aber bis zur Autobahn kann ich euch einfach nicht zeigen, ne? Weil das ist einfach, jetzt hier ist 70, also ein Auto hängt dann doch schon deutlich besser am Gas und das Drehmoment, das merkt man auch. Aber von den Zeiten her, 12,7 sind wir gestern gefahren, hast du gesagt? Genau. Muss man schauen, aber das Gute ist, deswegen kann man das auch sehr selbstbewusst sagen, ich weiß, dass wir die ganzen 45er, die wir gemacht haben, die Kunden sind wirklich zufrieden und sagen auch, das funktioniert. Und ich weiß auch von anderen, es bieten sehr viele andere Optimierer, Tuner, wie man noch immer nennt, bieten hier 440 PS nur mit Software an. Haben schon den einen oder anderen mal messen dürfen, wo der Kunde gesagt hat, Fremdtuning, bitte mal messen. Ja, können halt auch nicht übers Wasser gehen, ne? Sag ich mal. So.
eine Sekunde knapp. Ja. Ja. Das hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Aber so, wenn ich jetzt Gas gebe, klar, es ist wirklich, sagt nur eine Sekunde, aber oh, schon okay. 2,30, 2,40. So, denke, diese Sekunde passt auch ganz gut zu dem Ergebnis. Alles andere hätte mich jetzt auch verwundert. Wir sind vorher noch nie 100, 200 gefahren mit so einem Modell, wenn ich ehrlich bin. Das machen wir auch jetzt seitdem für euch für YouTube. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, nicht trotzdem. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.